Herzlich willkommen zurück hier in L.A. zu L.A. Noir. Und wir stehen hier aber noch so friedlich und fröhlich und sorglos vor uns dahin. Das Spiel ruckelt gerade sich so ein bisschen ein ab und wir fahren los. Und nehmen den Briefkasten. Ja, wir waren in der letzten Folge stehen geblieben, dass ja die gute Heather Swanson aufgetaucht ist bei der guten Frau Eve Strom und die Sonne, die sieht gerade irgendwie komisch aus. Ja, die hat sie irgendwie ein Patch reingezogen oder so? Nee, glaub nicht. Ist das schon immer so, ist bloß noch nie aufgefallen. Ich glaube, uns ist noch nie so aufgefallen. Ja, und die gute Heather hatte nämlich einen Ring an der Hand. Und die kriegt jetzt richtig kalte Füße. Genau, der ihrer Mutter gehört hat. Und der Mutter wurde der Ring gestohlen. Und wir haben jetzt die starke Vermutung, dass der Verlobte von ihr irgendwie dahinter steckt, weil da ja eh schon die Julia Randall, naja, wisst schon. Randall? Schöne Umschreibung. Ich liebe dich. Also sie hat ja, Julia Randall hat ja auch gesagt, dass sie nach der Scheidung ihrer Eltern den Namen des Vaters wieder angenommen hat. Das könnte ja darauf hindeuten, dass das Verhältnis... Nee, das hat die Heather Swanson gesagt. Ist doch scheißegal. Julia Randall hat gar nichts mehr gesagt. Achso, ja. Okay. Ja, zu spät gerannt. Egal. Also war das Verhältnis zu ihrer Mutter möglicherweise nicht das Beste? Das kann sein. Aber warum ist denn dann die Julia an Morphin gegangen? Oh, das geschieht doch nicht. Warum ist denn die dann an Morphin überdosis? Das verstehe ich halt nicht. Tja. Mein gut, bei der hat eine auch hektoliterweise Tabletten gefunden. Das muss ja nicht zwangsläufig was mit dem Fall zu tun haben. Ich meine, die kann ja auch einfach drogensüchtig gewesen sein, sich eine Überdosis gesetzt haben. Vielleicht war sie wirklich Selbstmord. Man weiß es nicht. Ach, keine Ahnung. Haben sie mit diesem Trug? Der war einfach zu viel für sie. Folgt einfach mal so bitte straight forward. Ich hatte sich halt einfach ein bisschen tot gerendert. Das ist eine schöne Erklärung. Auf jeden Fall plausibel. Ja, auf jeden Fall. Gut, wir werden es wahrscheinlich entweder nie oder gleich erfahren. Keine Option gibt's. Da gleich ein sehr undefinierter Zeitraum ist. Haben wir alle Optionen natürlich gewählt. Vergleichsweise flach. Eben. Raffiniert, du solltest in die Versicherungsbranche wechseln. Schon mal drüber nachgedacht. Mann, ey, wie weit weg ist denn das? Ist mal ernsthaft. Ich kann ihn versichern, der Schadensfall trifft entweder nie oder gleich ein. Ey! Und? Jetzt eine... Ja, mit Plotz. Ja, wieder eine kaputt. Naja, das gehört ja bei uns schon mittlerweile zum Standard, dass ein Licht nicht geht. Ja, so werden die Autos Nummer an uns ausgeliefert. Richtig, das spart nämlich Herstellungskosten, wenn sie die Glühbirnen einsparen. Watch out for the pedestrian! Ja, die Fresse. Oh ne, jetzt muss er echt noch Treppen steigen. Weiß nicht, vielleicht gibt's einen Flaschenzug draußen oder so. Fahrstuhl kannst du natürlich nicht geben, ne? Nee. Bisschen hochklettern. Come on, sister. Let's find out who your fiance really is. Ein Mann! Das Brett auf. Ist auch nicht gesagt. Hier ist es der Fahrstuhl. Welcome, sir. I'm sorry, are you a resident? Ja, aber hallo, ich bin der Präsident. We're here to speak to Henry Arnett. Oh, Mr. Arnett, apartment 30. You can take a look. Lange überlegt, ja. Er hat einfach nur Respekt vom Cop of the Year. Ich würde ein schnelles Telefon wegnehmen, nicht, dass er den Mr. Arnett anruft. Und sagt, hier Bimbus, Entschuldigung. Wow. Isn't this just nice enough? Ja, das war nicht so gemeint. So schnell kann es gehen und eine Rassismusdebatte entbrennt wieder. Ja, nee, das war nicht so gemeint. Das sind so Sachen, die rutschen halt einfach raus. Wenn du dran denkst, kannst du es vielleicht auspiepsen. Ja, dann müsste ich die ganze Diskussion jetzt hier mit auspiepsen. Stop! LAPD! Call, this guy's our case! Go on, get your hands in the air! I mean, whoa, whoa! Say whoa! Give it up, LAPD! Fixer! Ja, ganz schön flott unterwegs.
Nichts. Wo ist er hin? Ist schon richtig geraten. Der ist wie automatisch durch ihn gerannt. Achso. Da schippst du einfach das Brett weg. Fertig, Guss. Wenn er schlau wäre, hätte er es jetzt gemacht. Er rennt doch die letzten 5 Meter. Der wartet hier in der Ecke. Boah, mit dem Holzbrett. Der lernt aber auch nicht aus, der gute Cole. Haben wir den jetzt verloren? Ja, anscheinend. Ah, nee. Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wallop. I get back here. Under your own steam, miraculously. You came in through the window, said hello, and then keeled over. How was our net? He's coming around too. He's all hopped up. Good time to get some answers. You missing something, Henry? Hey, ich verstehe nicht, wie die gerade dort reingekommen sind. Hat doch gerade gesagt, wir haben ihn zurückgebracht und sind umgekippt. Achso. Haben da wahrscheinlich eine gewisse Erinnerungslücke. Haben wir auch ordentlich aufs Fressbrett bekommen. Ich will mich erstmal umgucken. Ja, ist richtig. Ich pinkel meine Spüle. Mir hat es gerade irgendwo vibrated. Aha. Los Angeles zu Mexiko, Ticket, was er gebucht hat? Wahrscheinlich, ja. Jetzt einfach mal tippen. You told Heather you're honeymooning without her? Anscheinend nicht. Oh, und hier haben wir ein Ölchen. Ja, nimm die mal mit, die sieht eigentlich ganz fresh aus. Die steht uns bestimmt auch ganz gut. Astronaut Constantine. It's an extremely expensive watch, Henry. Ja, ja. A graduation present for my parents. Sieht aus wie eine Frauenuhr, ehrlich gesagt. Finde ich. Also sieht jetzt ja, nicht. Ich würde sie beschreiben mit Unisex. Nee, jetzt nicht. Uni ist auch weit weg, ne? Das muss ich mir jetzt nicht geben. Nur weil du gerade Lust hast. Spiel jetzt erstmal die Folge zu Ende, dann entscheiden wir, was wir machen, ne? Idiot, der weiß nicht, wie man einen Fächer benutzt. Kann man die Zeitung lesen? Nee, dachte ich eigentlich, aber der nimmt sofort den Fächer. Instant. Ich drück mal bitte auf dem Telefon rum. Mal die Pflanze begehen, beschnuppern. Steigen. So. Können wir nicht rein, warum auch immer. Ich erinnere mich ganz am Anfang unseren Let's Plays, auch wenn man es kaum glauben mag, da haben wir uns noch ein bisschen versucht, niveauvoll zu geben. Das vibriert gar nicht mehr gerade. Das ist eine Pure Connected. Da musst du die Batterien wechseln, Robert. Oder dich anders hinsetzen. Ja, so wie zum Niveau. Jetzt mal ernsthaft, der vibriert nicht mehr, außer es ist halt wirklich alles nur. Ah, selbst beim Müll hat er ja eigentlich immer ein bisschen vibriert. Eigentlich schon, ja. Liegt halt einfach nur allerhand Müll rum. Da, das ist aber wieder Schwierigkeitsgrad. Bis auf die Uhr und das Ticket haben wir noch nichts gefunden. Halt, war ich in dem Raum schon? Ich wollte gerade sagen, du warst ganz hinten noch nicht. Die ganz hinten geht's raus. Ach so. Was ist das? Taschenlampe. Ach so. Überall A drücken, dass er das automatisch annimmt oder was? Hier waren die Haartexturen schon immer so räudig? Schnee, wir haben so selten keinen Hut auf. Das ist richtig, ja. So, jetzt mal. Wobei wir den eigentlich immer nach einer Schlägerei verloren haben. Jetzt mal Butter bei die Fische. Get his story. Let's see Henry talk his way out of this with Heather in the room. Na dann lass uns mal ein Gespräch führen. Professioneller Einbruchsring. We know all about the jewelry ring. You and Randall and the Blanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. So kann man es auch nennen. Das kann man ich als Lüge. Ja, also. You're lying, Henry. How can you prove that I'm involved, Detective? Haben wir dafür einen Beweis? Ja. Oh, der hat aber geschluckt, da. Frage ist bloß, wo wir den Beweis haben. Ja, das ist die Frage. Vielleicht beim Modeljob? Vielleicht ist er Mr. Henderson?
Ja, wie kommen wir eigentlich auf ihn? Tja, ich glaube. Da bleibt nur anzweifeln, oder? Selbstmord durch Überdosis, mögliche Todesursache von Julia Randall. Zwei Verdächtige. Analyse der Beweise am Tatort ergibt zwei Mordverdächtige. Und welche? Hä? Nee, ja, scheiße, ich wollte es mal angucken. Du kannst es nicht genauer angucken. Ja, ich dachte, da kommt noch irgendwie was. Scheiße. Das war schon ein Fail, ja. Kann ich zurückgehen, das nochmal machen? Gibt's denn hier irgendwie beim letzten Speicherpunkt laden? Ja, wo ist denn der letzte Speicherpunkt gewesen? Kann ja auch bestimmt, als wir in die Wohnung reingegangen sind. Ach komm, dann. Ja, ist doch nicht das erste Gespräch, was wir verkackt. Na ja, gut. Motiv von Randall Mord. Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop. To get out of that life. She's gonna marry Heather, what she had. Wer hat denn uns erzählt, dass die miteinander... Julia told the others. Na, die hat es doch gesagt. Oder was meinst du? Dass der... Dass der die gerandelt hat. Meinst du, oder was? Das habe ich gar nicht richtig mitgelesen, was hier unten stand. Ich auch nicht. Also er wollte aussteigen. Genau, wollte neues Leben anfangen. Mit Heather. Genau. Klingt ja nicht unbedingt falsch. Er hat uns das erzählt. Ich glaube, die Haushälterin, oder? Aussage des Hausmädchens, ja, Mr. Henderson. Ich weiß es nicht. Scheiße, ey. Entschuldigung. Nach dem Devoren brauchst du dich dafür auch nicht mehr entschuldigen. Ich würde es jetzt einfach mal anzweifeln. Weil, richtigen Beweis haben wir nicht, dass er... Hä, aber... Denkst du nicht, dass es... Aus Warum meinst du, der sagt die Wahrheit? Ich weiß es nicht. Kann schon sein, oder? Dann mein das Zugticket nach Mexiko? Ja, das Rhino-Tech. Alter, ey. Jetzt hast du ein Fail, ich ein Fail. Jetzt können wir die letzte Frage noch retten. Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. Ja, wer ist da Mr. Henderson? Soll ich jetzt Lüge machen, die Aussage von der Haushälterin mit Mr. Henderson? Naja, aber wenn die allen erzählen, dass es Mr. Henderson gibt. Ja, aber... Also anzweifeln. Ich sag jetzt nichts mehr. Das ist dein Fail. Give it up, Arnett. You're facing the gas chamber. Give the judge some reason to commute. You still don't get it, do you? Julia entrapped everyone. She was so beautiful. So goddamn. Scheiße. Henry Arnett, you were under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. Das so ein kann Mist, man wohl im Grunde gesagt als Fehlschlag betrachten. Das wird dem Chief nicht freuen. Aber wir haben jetzt Dr. Stoneman. Der ist Mr. Henderson. Das finde ich ein bisschen schade. Vor allen Dingen kriege ich da gerade überhaupt nicht den Zusammenhang zu hin. Schade, dass wir trotzdem die Info bekommen haben. Ja. Na gut, sonst hätten wir uns jetzt wahrscheinlich dumm gesucht oder so. Ah nee, aber das ist irgendwie... Aber man hätte es irgendwie unterschwelliger machen können. Ja, ja, genau. Also war es ja letztendlich relativ egal. Ja, es geht halt dann wahrscheinlich bloß am Ende um die Punkte oder... Schätzungsweise schon, ja. That meathead gave you one hell of a pasting. I've had worse. You should have seen yourself staggering back in there like a drunken sailor. Next time you can take the runner, boy. I didn't box in the Marines, though, did I? I should have never told you that. The American Century Broadcasting Network. Ich ein Glück gerade. Warum? Dass ich so durchkomme. Sonst klappt das nie. Das stimmt allerdings. So wie jetzt. Wollte gerade sagen, so richtig. Ah, nee, ja, nee, das wird ein bisschen knapp.
Ja, gut, es geht noch. What are you doing? Okay, aber man muss ganz ehrlich sagen, das hast du auch raufgeschworen, so ein bisschen. Ich bin eigentlich schon vorbei. Alter, ey. Zum Hänger kam denn das her? Sind wir heute verpeilt? Das ist schon echt übel. Aber was ist die nächste Laterne dran? Ich glaube, wir müssen da erstmal ein Bier trinken. Ja, das glaube ich auch. Also man sieht uns, dass wir nicht bei der Sache sind, sehr an. Halt! Ja, du kannst jetzt hier einfach durchs Haus, du musst schon irgendwie um. Mann. Son of a bitch! Wie nennt da mich? Heute doch gut. Ja, kann man nicht meckern. Ich denke, du hast das mit den Streifen sehr gut verstanden. Finde ich auch. So, wir knacken jetzt mal hier die Bude. Halt. Führerschein seit wie vielen Jahren? 5? 6? Aber die Bude knacken wir nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge, seitdem ich 17 bin. Also, ja, 6 Jahre. Krass, krass, ja. 6 Jahre Führerschein. Der kann immer noch nicht parken. Ja. Ist halt so. Kann man nichts machen. Wie dem auch sei, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.